ist heute der Endverschub. Also das heißt, wir schieben die im Taktkeller gefertigte Brücke auf Endlage. Nachdem die Brücke dann in Endlage ist, gesichert wurde, beginnen mit dem mit den Abstapeln, Demontage des Vorbohrschnabels, den man hier sehr gut sehen kann. Als ich hierher gekommen bin, war ich sehr angenehm überrascht, ein gutes Team hier vorzufinden. Und dieses Team funktioniert und das macht eigentlich seit immer Spaß hier mit dem Team auf Augenhöhe, vor allen Dingen miteinander zu arbeiten und was zu erreichen. Somit haben wir es jetzt geschafft, 426 Arbeitstage, die Kalendertage, unfallfrei zu sein, ohne eine Schnittverletzung sogar. Für uns ist das wieder ein großer Schritt dahingehend für die nächsten Tätigkeiten, die jetzt im Fokus stehen, die Überbauplatte herzustellen und die Vorfelder herzubekommen, um den Autoanschluss wieder an die Brücke heranzuführen.